Da wir jetzt Eisenerze gekriegt haben, ne, machen wir jetzt erstmal ein Eisenerz drauf und erhöhen damit unser Damage auf 2263. Sehr gut. Feels good, man. So, also das heißt, Leute, ne, wenn ihr wirklich auch Free-to-Play unterwegs seid in LC, ihr könnt, wenn ihr ein Event mitnimmt, könnt ihr eure Waffe zu 100% auf 23 machen. Also, jetzt nochmal für alle, die das vielleicht nicht ganz mitgekriegt haben. Abstimmung läuft jetzt. Ihr könnt einmal abstimmen, ob ihr das quasi erlauben wollt, dass ich mein EXP-Pad, wenn ich es abgegeben habe, den Cooldown offstream ablaufen lassen kann. Es ist ja quasi nicht zu verhindern, zumindest für eine halbe Stunde täglich. Weil ich locke halt den Schaden eine halbe Stunde täglich ein, um Treuebonus abzugraben. Aber bei dieser Abstimmung geht es darum, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, okay, ich habe jetzt irgendwie Dienstag gestreamt und bis Samstag will ich auf jeden Fall, dass der Cooldown dann komplett weg ist, damit ich das XP-Pad wieder benutzen kann. Darum geht es dann. So, da könnt ihr einmal abstimmen. Boah, es ist relativ eindeutig. 80% bisher sind für Ja, 20% sind für Nein. So, okay. Jetzt sind wir wieder bei knapp 80 Mio. Das stelle ich ein, auch hierfür 10 Mio. Kleiner Lifehack hier vom Jahr, in dem Levelbereich. Wenn ihr in dem Levelbereich seid, wo ihr hier bei den Seelen Igni kriegt, ist es eine sehr gute Idee, Folgendes zu machen. Ihr farmt euch hier, das geht relativ zügig, ein Igni 5 zusammen, ne? Dauert, boah, keine Ahnung, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, so 20 Minuten. Also, das ist relativ zügig, dafür, dass es dann irgendwie 5 ist. Und dann schaut ihr, wenn ihr vielleicht zufällig auch einen Beshi habt selber, den ihr auf 70 vorher gezogen habt, ne? Dass der Beshi auch in der Pyra steht. Dann geht ihr halt in die Pyra rein, geht in den 103er Raum und dann gönnt ihr euch einfach das 5er Igni mit Windsegen, idealerweise in der Dungeon-Zeit, in einer Fern-XP. Und haut da euer 5er Igni durch. So könnt ihr ultra schnell, ultra cheap diesen Levelbereich einfach ja, quasi skippen. Oder halt einfach, so wie ich das mache, Money grinden hier. Hast du da meiner Meinung nach zu viel Geld über die Jahre ausgegeben? Oder ist es für dich noch okay? Ich schaue immer, wie lange ich ein Spiel zocke und schaue dann, ob es von der Kohle noch passt. Hab in CSGO damals auch 500 Euro verbraten. Aber wofür geht man arbeiten? Ja, man muss es immer, also ich persönlich sehe das halt immer so. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der immer irgendwie jede Woche auf Piste geht oder irgendwelche Kneipentouren macht oder whatever, Konzerte und sowas. Das ist alles nicht so meins. Ich habe auf jeden Fall auch schon viel Geld ausgegeben für Spiele, gar keine Frage, auch so für Free-to-Play-Games. Handy-Games ist immer sehr kritisch bei mir, muss ich sagen. Oder war eine ganze Zeit lang sehr kritisch bei mir. Ich habe viel Geld ausgegeben, beispielsweise in Spiele, die ich gar nicht mehr so richtig spiele. Clash of Clans beispielsweise, da hab ich wirklich auch ein bisschen was ausgegeben. Summoners War habe ich ein bisschen was ausgegeben. Den Account spiele ich auch gar nicht mehr so aktiv. Und klar, in LC habe ich auf jeden Fall viel Geld ausgegeben. Also in LC habe ich wirklich viel Geld ausgegeben, glaube ich, über die Jahre. Aber ich sehe das halt ähnlich so, ne? Ich habe das Spiel halt wirklich lange gespielt. Und letzten Endes, ich habe ja was für mein Geld gekriegt und es hat ja auch Bock gemacht. Von daher, also bereuen tue ich das jetzt zum Beispiel nicht. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt einfach mal Folgendes. Ich packe jetzt einfach mal einen Chaos-Grafstein. Oder drei Stück. Packe ich jetzt mal zu jeweils 30 Mio rein. Einfach mal gucken, ob die Dinger losgehen. Ich hatte ja gesagt, dass ich die jetzt nicht vielleicht, ja, sie jetzt auch nicht unbedingt direkt verkaufen will, weil nach Event
gehen die Preise, also nach einem Event gehen die Preise normalerweise immer wieder ein bisschen weiter hoch. So, wie sieht's mit meiner Eidechse aus? Die braucht Food. So langsam, aber sicher. Sollen wir die mal... Komm, wir gehen rein, wir benutzen die jetzt mal. So, wir haben 12,72%. Oha! 20,51. So, das heißt, der erste Cooldown läuft. Wir wollten... Stimmt. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Zum einen den Ivo buffen, Kappa. Zum zweiten werden wir jetzt noch Lackerringe verspielen. Also hier holen wir uns jetzt nochmal eben schnell kurz 2x 10.000 Gold ab. Kappa. Okay, ein K-Paket. Und... Oha, eine Platin-Schwertlilie, Chat. Oha, was sagt man dazu?